So, Leute, da sind wir beim nächsten Part der Pre-Release Challenge. Das machen wir jedes, Release seit schon länger. Das ist eine richtige Tradition geworden, auch wenn es dieses Mal ein paar weniger Content-Creator-Kollegen von mir sind. Sind es auf jeden Fall genug, um wirklich ein komplettes Set voll zu machen. Denn wir haben Straßen von Neukapana. Ich habe die Brokers bekommen. Wir haben noch Stefan von der MTG-Box mit den Umnietern, genau wie der liebe Tim von Tim Soort. Wir haben noch German Magic Stories mit den Maestros. Wir haben Commander Unlimited mit den Cabaretti und wir haben den super coolen Lorenz von Nackt und Rosa mit den Obscuras und ich glaube, wir haben noch ein paar mehr. Aber das sind auf jeden Fall die Namen, die mir eingefallen sind. Ihr könnt unten mal in der Beschreibung gucken, da unten. Da sind dann alle verlinkt. Wie das Ganze funktioniert, ist, wir machen dieses wunderschöne Pre-Release-Kit auf. Gucken an, was drin ist und wir nehmen alle Rares und Foilkarten und gucken, was der Preis davon ist. Dafür nutzen wir den 7-Tages-Durchschnitt von Card Market und am Ende der Challenge gucken wir, wer am meisten Value rausgezogen hat, was ganz cool ist. Wir haben erstmal eine neue Art von Pre-Release Kit. Und die Leute, die mich jetzt schon länger schauen, wissen, ich finde es ganz cool, dass wir Plastik sparen. Ich finde es nicht cool, dass wir halt jetzt so viel Pappe haben. Weil Papier wird auch knapp und Papier verbraucht sich auch. Und wenn das wenigstens recyceltes Papier wäre, was es aber leider nicht ist. Dementsprechend finde ich das halt mittelmäßig. Achte auf das Kleingedruckte. Ja, die Brokers sind die Anwälte sozusagen der Dämonen in Mysteries of Capenna und okay. Zu viele Sachen. Wir haben erstmal hier so coole Ausstandsteile, womit wir zeigen können, dass wir von den Brokers sind. Cool. Dann haben wir +1/+1 Marken und Schildmarken. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. So, dann haben wir das Pre-Release Kit. Das ist standardmäßig, wie gewohnt, mit Draft Boostern gefüllt. Dann haben wir einen Arena Code und einen Würfel. Der grüne. Mit dem schönen Schlagring. Genau. Arena-Code haben wir hier, da haben wir das Brokers-Zeichen und dann haben wir ein Brokers-Booster und leider Gottes in ganz normalen Verpackungen die Draft-Booster. Dementsprechend gucken wir uns erstmal die normalen Draft-Booster an, würde ich sagen, bevor wir uns die Promo anschauen und das Promo-Pack. Ich bin bisher jetzt noch nicht so begeistert von dem Set, aber was ja nicht ist, das kann ja noch werden. Plasmaschweißerin, hallo. Wie immer bei diesen Pre-Release-Kits und wenn ich mehr als einen Booster öffne, gehe ich nur so ein bisschen drüber. Wenn ich was sehe, dann deute ich das raus. Und ansonsten, okay, das sind so Rare. Reden wir nur erstmal über die Rares. Parkhöhen, Pegasus, 2-1 Pegasus, fliegend Trampel. Immer wenn ein Gegner dem Spieler kann schon hinzufügt, ziehen wir eine Karte. Falls in diesem Zug zwei oder mehr andere Kreaturen da auch ins Spiel kommen sind. Das ist kein, das, wo sind meine Brokers? Das ist doch kein Broker. Egal. Ich gehe so ein bisschen durch. Manchmal gehe ich auch noch über die Uncommons drüber bei so Openings, aber das, auch das, glaube ich, kann ich mir dieses Mal ein bisschen sparen. Und wir haben einfach mal ein bisschen Spaß. Ein bisschen mit rausdeuten. Versteck der Brokers. Richtig, richtig cool hier auch mit dem Visuellen. Und finde ich ganz cool, diese Teile, die im Pauper sind. Das ist schon nicht verkehrt, noch mehr Fetchländer zu haben. Und wir haben den Leichenbeschauer in dem New Frame, in diesem Showcase Frame. Ich habe auch schon die Foil Rare, Gold Rare Gedöns gesehen und muss sagen, ich bin überhaupt nicht begeistert. Dann haben wir Erpresser Schwergewicht. 3 Mana 6-4. Wow. What? Ogerkrieger bedrohlich und wenn das Erpresser Schwergewicht angreift, was ist das? Kann der verteidigende Spieler dich eine Karte ziehen lassen? Falls er dies tut, enttappen wir den und entfernen ihn aus dem Kampf. Wow, mit bedrohlich, das ist krass. Das ist ein Zauberer-Token, okay. Das ist übel. Das ist wirklich übel. So. Neues Booster vom neuen Set. Weg damit. Ich will sie mal anders machen. Oh, der Räuber.
Also, das hat halt nicht mehr viel mit Magic zu tun, wenn ihr mich fragt. Aber da bin ich vielleicht allein. Sowas wie Silverlidenräuber ist dann voll okay. Aber die Humans, ominöse Lieferung mit diesen abgetrennten Hörnern, das erinnert mich an Devil Boy, wie hieß er? Golden Boy, Devil Boy, egal. Ja. Nashorn gegen einen komischen Raccoon. Krass. Botanische Garten, meist gesucht. Verarzten. Und wir haben den oder die Aktenvernichter. 2-1-3 fliegend. Immer wenn ein Spieler seinen zweiten Zauberspruch innerhalb von einem Zuges spielt, dann integrieren wir den Akten, integriert der Aktenvernichter. Dann ziehen wir eine Karte, werfen eine Karte ab. Falls wir nicht Landkarte abgeworfen haben, legen wir eine besonders 1 Mark auf die Karte. Krass. Falls ihr irgendwelche coolen Dobsauger-Geräusche hört, es ist 8 Uhr abends, samstagsabends und über mir die Putzfrau meint, jetzt ist die richtige Zeit zum Putzen. Danke dafür. Danke dafür. Ich verstehe es nicht. Was haben wir denn hier? Schildmarken. Okay. Und +1/+1 Marken. Das erinnert mich an die Kurier. Das ganze Set erinnert mich an die Kurier. Auch hier haben wir jetzt diese Markenteile mit drin. Wir haben Triome drin, wovon wir noch keins gezogen haben. Und ja, also es wirkt schon sehr, sehr ja, Ikoria-Style-mäßig. Bin ich da der Einzige, der so denkt? Oder denkt ihr ähnlich? Könnt ihr das mal bitte in die Kommentare schreiben? Für die Familie. Wow. Dann haben wir. Okay, ich dachte gerade, wir hätten hier noch eine Rare. Eine Voll-Rare. Aber Rocco Gastronom der Cabaretti ist kein Voll. Er ist kein Rare. Weißglühende Arie. Ein grünes, ein weißes, ein rotes Hexerei. Wir fügen jeder Nicht-Spielstein-Kreatur 3 Schaden zu. Das ist gar nicht mal so bad. Also da habe ich schon wesentlich Schlechteres gesehen. Und finde das eigentlich ziemlich gut. Ja, dann weiter geht's. Ich will andauernd die Artkarten unterlegen. Ich bin es so gewohnt, Setbooster aufzumachen. Heilige. Umnieter eingeweiht. Ich verstehe die Umnieter. Also Sperrpausen, ich finde es Umnieter, finde ich immer noch so ein dämlicher Name. Strangulieren. Da haben wir nochmal die Comelli, die ich mag, die sehr mit dem Mana machen für Ding. Das ist cool. Und unsere letzte Rare ist Gesandter der Ziatora. 4 Mana, 5-4 Trampelschaden. Immer wenn dem Spieler Kampfschaden zufügt, schauen wir die obersten Karten unserer Bibliothek an. Wir können Land davon oben in der Bibliothek spielen oder einen Zauberspruch, der Mana besagt, kleiner als der Schaden ist, spielen. Vorzeigen. Falls wir dies tun, können. Nee, wirken. Hey, falls du dies nicht tust, nimm. Achso, falls du dies nicht tust, nimm die Karte für den. Mit Blitz. Können wir mit Blitz reinbringen. Und noch eine Foil. Verächtlicher Hieb, Tension Stroke, die Foil und diese Full Art Lens. Ich muss sagen, bei den Full Art Lens finde ich es ein bisschen schade. Ich bin so gesättigt mit Full Art Lens. Das ist krass. Und dann gucken wir nochmal unseren Brokers Booster an. Gucken, was wir da so drin haben. Erstens eine Bürgerin. Okay. Versteck der Brokers. Mehr Broker. Ja. Ja, okay. Fluch der Stadt. Cool. Brokers Amulett. Das ist ganz nett. What? Okay, da war ich wieder zu schnell. Eine Wendetür. 3 Mana Artefakt für 1 Mana tappen, opfern wir eine Kreatur. Wir zählen die Farben der geopferten Kreatur und suchen dann direkt nach einer Kreaturenkarte, die genau eine Farbe mehr hat. Dann schicken wir die Karten ins Exil und mischen danach. Wir können die ins Exil geschickte Karte wirken. Okay, das ist eine sehr strange Karte. Und wir haben auch ein Voll Rare. Und zwar leicht. Was? Leicht? Leicht. Blütige Spionen, das ist auch unsere Promo. 3-2-3, bedrohlich, Lifelink und für 1 Mana opfern wir eine andere Kreatur, schauen uns die oberste Karte in der Bibliothek an, wir können sie auf den Friedhof legen. Zu Beginn des Endsegments, falls sich im Friedhof mit 5 oder mehr unterschiedlichen Mana-Betragkarten befinden, kriegen wir 2 Lebenspunkte und können eine Karte ziehen. Können wir 2 Leben bezahlen und eine Karte ziehen. Das ist aber eine Maestro-Karte. Die Wendetür eher nicht. Ja, das war mein Pack.
Ich bin jetzt noch nicht so begeistert davon. Das sind unsere 6 Rares, das ist unsere Foil und das sind noch 2 Foils. Was das wert ist, seht ihr jetzt hier. Und mal gucken, ob ich damit irgendwie in die Tops gekommen bin. Ich glaube es fast nicht. Das wirkt für mich wie ein richtig schlechtes Pack. Wie so ein klassisches Pre-List Challenge Kit Pack von mir. Die sind meistens ziemlich, ziemlich schlecht. Dementsprechend, habe ich nichts anderes erwartet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Guckt bei den anderen Leuten vorbei, bei denen ihren Challenges, bei denen ihren Pre-List Kits. Das haben die auf jeden Fall verdient. Und dann könnt ihr auch mal schauen, wer gewonnen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.